Helfen ohne Grenzen sorgt hauptsächlich für die Ausbildung und die Schulbildung von Flüchtlingskindern aus Burma. Das ist von Anfang an unser Hauptaugenmerk gewesen. Wir haben kleinere medizinische Projekte, darunter eine Prothesenabteilung, die pro Jahr 250 Prothesen für Minenopfer macht. Wir haben eine Küche, ein Einkommensprojekt für Flüchtlingsfrauen in erster Linie, das jetzt bis zu 5.500 Essen pro Tag herrichtet und die an Schulen und Schülerheime da im Großraum Mesot verteilt werden. Wir haben eine Schneiderabteilung oder Schneiderwerkstatt, wo wir Schuluniformen, Sportsachen auch für die Kinder kostenlos natürlich machen. Und als letztes haben wir ein Jugendprojekt, das Jugendliche aus 7 angrenzenden Nationen vernetzt. Und wo eine kleine Jugendbewegung jetzt daraus entstanden ist, die dann auch in einem Musikprojekt dann demnächst enden wird.